sind in Warenbronn in der Christian Wagner Straße, sind hier zu einem Wohnungsbrand alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren noch zwei Personen im Gebäude drin. In der Wohnung hat ein Zimmer gebrannt. Wir haben dann als Erstmaßnahme die Menschenrettung eingeleitet, die zwei Personen aus dem Gebäude rausgeholt und die Personen im Rettungsdienst übergeben. Wir haben dann relativ schnell die Brandbekämpfung eingeleitet, das Feuer relativ schnell in den Griff gehabt. Durch das, dass es ein altes Holzhaus ist, haben wir starke Rauchentwicklung und eine starke Hitzeentwicklung im Gebäude gehabt. Dadurch haben wir Belüftungsmaßnahmen eingeleitet, um relativ schnell die Hitze aus dem Gebäude rauszubekommen. Drei Personen sind im Krankenhaus mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Wir sind jetzt noch bei der Nachkontrolle und Entlüftung von dem Gebäude. Es gab keine Schwierigkeit, hat alles reibungslos funktioniert. Die Personen waren sehr schnell aus dem Gebäude draußen. Die sehr, sehr viele Passanten, die hier aufgrund vom Vatertag, denke ich, hier waren, haben uns nicht großartig behindert, also die sind relativ gut auf Zeit gegangen, das war positiv zu erwähnen. Wir sind mit 8 Fahrzeugen und 45 Mann im Einsatz. Ich denke, in einer Stunde werden wir hier den Einsatz mal beenden.